Und ja, ich möchte Ihnen die nächste Referentin einfach ein kleines bisschen vorstellen. Frau Kerstin Peuschel wird den Start machen, hatte ich Ihnen vorhin schon mal kurz erzählt. Frau Peuschel ist seit 2006 mit der Bioresonanz nach Paul Schmidt in Verbindung. Also in Deutschland würde man sagen, ein alter Hase. Ich weiß nicht, ob man das übersetzt. Ein Old Rabbit ist, glaube ich, nicht so gängig in der Sache. Aber um es einfach nur noch mal zu sagen, sie hat wirklich auch mit einem Rheometer angefangen, ganz, ganz früh schon, und diese ganze Entwicklung mitgemacht. Was ich aber finde, was sie ganz besonders auszeichnet, ist, dass sie wirklich so einen Spagat dahin legt, Schulmedizin, Alternativmedizin. Sie werden Frau Peuschel ja heute ganz normal gekleidet sehen. Das ist aber nicht normal bei ihr. Das heißt, dass wenn sie mit dem Rettungswagen unterwegs ist, gerade in diesen Covid-Zeiten jetzt, sieht das ganz anders aus. Gott sei Dank kann sie dem all das so ein bisschen dem noch was abgewinnen. Sie lacht darüber. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie auch für die Schmerz-Webinare, die wir mit ihr gemacht haben in der Vergangenheit, die Zeit erübrigen kann, uns und zu unterstützen und trotzdem wortwörtlich Menschen zu retten mit Schulmedizin. Sie bekommt diesen Spagat hin, auf der einen Seite vielleicht Cortison, auf der anderen Seite Bioresonanz nach Paul Schmidt in der Kombination. Ja, und heute die Erläuterung zum chronischen Schmerz. Ich freue mich sehr darauf. Ja, und ich begrüße Kerstin Peuschel. Noch einmal, Sie haben ja, vielen Dank für die Anmoderation. Sie haben ja schon einiges über meine Person gehört. Deswegen nur kurz dazu, wo sind wir zu finden? Nahezu in der Mitte Deutschlands an der Autobahn A38 gelegen. Heiligenstadt ist ein kleines Kurstädtchen. Wir haben einen wunderschönen Kurpark und dort in diesem Gebäude befindet sich unsere Praxisklinik. Hier ist ein kleiner Blick in die Praxis. Wir haben 6 Behandlungsräume und 5 Geräte vom PS10 Polar und kleine Heimgeräte, die PS10 Med, die wir dann den Patienten für die ambulante Therapie mit nach Hause geben. Ich habe die Ehre, den ersten Vortrag in diesem Online-Weltkongress zu halten. Ich freue mich da sehr drüber. Ich freue mich auch über die Möglichkeit, dass wir so viele Menschen überall auf der Welt damit erreichen können. Es ist ein bisschen anders als sonst. Es fehlen ein bisschen die persönlichen Kontakte. Aber ich hoffe, dass wir das trotzdem mit diesem Kongress alles wettmachen können, dass wir alle eine sehr schöne, interessante Zeit miteinander verbringen und sehr viele Dinge hier auch mitnehmen können. Ich möchte einfach jetzt hier mit meinem Vortrag ein Regalsystem schaffen, wo Sie einfach ihr Wissen, was Sie schon besitzen, einordnen können, neues Wissen, was Sie hier erwerben, einfach mit in die Regale hineintun können, dass wir alle eine gemeinsame Basis haben. Es geht darum, was ist überhaupt ein Schmerz, was ist chronischer Schmerz, wo kommt das her und wie kann ich das behandeln, wie kann ich das am besten behandeln, weil ich denke, wenn man so ein Grundverständnis hat für diese Dinge, die passieren, dann kann man einfach den Patienten besser therapieren und darum geht es uns ja allen. Zunächst erstmal, das fand ich ganz interessant, wir sind als Therapeuten verpflichtet, den Schmerz zu nehmen, den Schmerz zu lindern und das möglichst schnell. Möglichst schnell geht oftmals nicht, weil die Erkrankungen bestehen meist chronisch bei den Patienten. Wir haben ein Zeitproblem, wir haben ein Problem, dass natürlich auch unsere Therapien, die wir unternehmen, zeitlich aufwendig sind für den Patienten und zum Teil auch unangenehm, das muss man sagen. Aber wir müssen trotzdem akut Hilfe leisten. Was tun wir da? Wir müssen womöglich verschiedene Verfahren kombinieren. Das ist einmal natürlich die Bioresonanz nach Paul Schmidt, aber gegebenenfalls benötigt der Patient auch eine Injektion, eine Infusion oder andere Methoden zur Schmerzbehandlung. Wichtig ist, dass wir den Patienten mitnehmen. Wir müssen ihn aufklären. Was mache ich mit dir? Wie ist der Ablauf? Wie ist der zeitliche Ablauf? Welche Maßnahmen werden unternommen? Welche Risiken bestehen dabei? Auch das muss der Patient wissen. Gibt es unerwünschte Wirkungen, unerwünschte Nebenwirkungen, mit denen ich rechnen muss? Und habe ich denn noch Behandlungsalternativen? Habe ich dann noch irgendetwas, falls etwas nicht klappt? Und wie kann ich mit meinem Therapeuten, egal zu welcher Tageszeit, auch kommunizieren? Auch das ist ganz wichtig, dass wir den Patienten auf diesem Weg begleiten und ihn mitnehmen. Wir müssen ihn in der Therapie mitnehmen und darüber informieren. Umso besser sind unsere Ergebnisse.
Ja, der Schmerz ist eigentlich eine sinnvolle Geschichte. Es ist oftmals ein erstes Symptom einer Erkrankung und hat auch eine Warnfunktion. Das ist ganz wichtig, dass wir einfach merken, okay, mit meinem Körper ist irgendetwas nicht in Ordnung. Natürlich haben wir auf der anderen Seite auch wieder Möglichkeiten, dass wir eine körpereigene Schmerzhemmung mit ins Boot holen, wenn wir zum Beispiel in einer akuten Fluchtsituation sind oder in einer akuten Stresssituation und jetzt diesen Schmerz erstmal nicht beachten können. Was haben wir da? Wir haben körpereigene Opioide, wir haben körpereigene Cannabinoide, die einfach ausgeschüttet werden. Wir haben eine Vermehrung von Opiatrezeptoren im Gehirn. Wir haben eine Hemmung von Neuronen, von nozizeptiven Neuronen im Hinterhorn des Rückenmarks, aber auch eine segmentale Schmerzhemmung. Alles das können wir machen, weil der Schmerz an sich ist da und er beeinflusst dann gleichzeitig auch unser vegetatives Nervensystem. Der Sympathikotonus erhöht sich, es wird Adrenalin, Noradrenalin ausgeschüttet. Das ist natürlich bei jedem Menschen anders. Jeder ist anders. Die Grundzüge der Schmerzverarbeitung laufen zwar gleich, aber in der Körperkonstitution ist festgeschrieben, wie ist meine Ausstattung mit Schmerzrezeptoren? Wie funktioniert mein schmerzhemmendes System? Und wie gehe ich generell mit diesem Schmerz um? Kann ich den ausblenden? Kann ich diesen Schmerz in irgendeiner Form beeinflussen? Habe ich die Möglichkeit, mit meiner Psyche darauf adäquat zu reagieren? Und auch natürlich, wie reagiert meine persönliche Umwelt, meine soziale Umwelt auf diese Erkrankung, die ich womöglich habe? Auch die Erkrankung selbst spielt eine Rolle. Es ist eine chronische Geschichte, wo ich sage, okay, ich habe hier wenig Möglichkeiten zur Therapie oder weiß ich habe mir nur eben mal das Sprunggelenk verknickt. Auch das sind Dinge, die die Schmerzverarbeitung dann im Gehirn über die Rezeptoren beeinflussen. Hier habe ich nochmal aufgeschrieben auf der Folie, wie entsteht so ein Schmerz. Wir haben irgendetwas, was auf die Zelle, auf den Körper einwirkt, irgendeine Noxe. Das kann mechanisch sein, zum Beispiel ein Stich, ein Schnitt. Das kann thermisch sein, Wärme, Kälte, chemische Faktoren, Säuren, Basen, elektrische Reize oder natürlich auch Infektionen oder Erreger, die einen Gewebsschaden verursachen. Und ab da läuft im Prinzip die Schmerzübermittlung, die Schmerzverarbeitung gleich ab. Das heißt, dem Körper ist es relativ egal, was die Noxe war. Es werden nach dem Gewebsschaden, nach dem Zellschaden Mediatoren freigesetzt, die diese kleinen sensiblen Nervenendigungen, die Nozizeptoren erregen. Und ab da läuft dann die Schmerzweiterleitung nach zentral und wird im Gehirn verarbeitet. Diese Verarbeitung im Gehirn ist auch ganz wichtig. Auch die ist individuell bei den Patienten unterschiedlich. Wie ist das nun mit dem chronischen Schmerz? Hier haben wir die Situation, dass diese sinnvolle physiologische Melde- und Schutzfunktion im Prinzip verlustig gegangen ist. Die ist nicht mehr da. Der Schmerz hat sich verselbstständigt als sogenanntes Schmerzsyndrom. Meistens bestehen die dann schon einige Monate, oftmals auch Jahre. So ein chronischer Schmerzpatient hat zwar natürlich die Beschwerden, aber auch diese Reaktionen des vegetativen Nervensystems, dieser ständige Druck, dieser Sympathikotonus, das überwiegt. Die Patienten leiden unter Schlafstörungen, unter Depressionen, Aktivitätsmangel, auch unter Essstörungen. Und das kann man auch bei dem Patienten messen, weil das ist manchmal wichtig zu Beginn der Therapie, um einmal meine Therapie zu begleiten, aber auch dem Patienten zu zeigen, was bei ihnen im Körper passiert. Man misst dann solche Parameter wie Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin, Gamma-Aminobuttersäure. Man kann Cortisol-Tagesprofile erstellen. Und da kann man dem Patienten auch zeigen, guck mal hier, auch im Labor sehen wir, was bei dir passiert.
Natürlich gibt es auch, das wird nachher in der Studie sicherlich auch ein Thema sein, verschiedene Schmerzskalen, die man unbedingt bei den Patienten auch erheben kann. Zum Beispiel die sogenannte visuelle Analogskala, wo der Patient ankreuzt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie ist denn das? Wo ist denn mein Schmerzlevel? Wie ist die Intensität? Wie empfinde ich die Periodizität des Schmerzes? Oder auch das SF36, wo einfach beschrieben wird, wie ist meine Funktionsfähigkeit im körperlichen Bereich, im psychosozialen Bereich oder dann speziell auf die Halswirbelsäule bezogen, der Neck Disability Index, wo man einfach sehen kann in verschiedenen Sektionen, wie komme ich im täglichen Leben zurecht mit dem Schmerz, mit meiner Körperpflege, mit verschiedenen Tätigkeiten, mit Freizeitaktivitäten. Das sollte man zu Beginn der Behandlung erheben, aber auch immer mal wieder im Verlauf, damit man einfach auch den Patienten hier mitnehmen kann, kann sagen, guck mal hier, das hat sich schon verändert bei dir. Das ist ganz wichtig. Wie entsteht so ein chronischer Schmerz? So ein chronischer Schmerz kann natürlich bei jeder chronischen Erkrankung entstehen, aber auch bei Akutschmerzen nach einem akuten Trauma können Schmerzen, chronische Schmerzen übrig bleiben, meist durch eine Fehlregulation im vegetativen Nervensystem. Der Patient geht dann in eine Schonhaltung. Diese Schonhaltung wird dann fixiert, in seinem Kopf auch fixiert. Er hat dann immer diese Fehlhaltung und die körpereigene Schmerzabwehr wird einfach überlastet. Es kommt dann zu Strukturveränderungen der Nervenzellen und Veränderungen im Schmerzgedächtnis. Das ist dann so eine Sache, wie in der Technik bekannt ist mit der Ist- und Sollwertverstellung. Wenn man über eine lange Zeit eine entsprechende Fehlhaltung hat, dann nimmt das Gehirn das als neuen Sollwert an, verstellt diesen Ist-Wert in den neuen Sollwert und dann ist das im Gehirn fixiert. Man kann das selbst einmal probieren, wenn man jetzt sagt, ich möchte das einfach mal testen, ich schone mal meinen linken Arm. Nach bereits kurzer Zeit wird man merken, dass man den auch dann unbewusst schont und dass es unwahrscheinlich schwierig ist, dann wieder einen normalen Bewegungsrhythmus zu finden. Wir haben das auch manchmal bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen, wo einfach der Rückenstrecker überlastet ist, weil die Bauchmuskulatur nicht mehr richtig angesteuert wird. Wenn man das dann wieder richtig einstellt und die sind eigentlich in der Balance, entlastet sich der Rückenstrecker und die Patienten haben das Gefühl, meistens noch ein, zwei Tage nach vorn zu fallen, weil einfach dieser Sollwert im Gehirn verstellt ist. Die können sich dann im Raum gar nicht mehr richtig positionieren. Und das ist, wie gesagt, ein sehr großes Problem. Und wenn man sich vorstellt, dass das chronische Schmerzpatienten sind, die das über sehr, sehr viele Jahre haben, dann kann man daran sehen, dass das ein Problem darstellt, dieses Schmerzgedächtnis. Und um das zu durchbrechen, braucht es viele Methoden. Und da ist zum Beispiel auch diese, was ich in der vorigen Folie gesagt habe, immer mal wieder eine Kontrolle zu machen mit diesen Schmerzskalen, aber auch mit dem Labor, dass der Patient schwarz auf weiß sieht, was denn da passiert, ganz gut, um ihn auch psychologisch mitzunehmen. Ja, das Schmerzsyndrom hat natürlich multifaktorielle Stellgrößen. Das ist ganz klar. Ich hatte vorhin schon gesagt, das Verhalten des Patienten. Wie geht der einzelne Mensch mit diesem Schmerz um? Was macht er damit? Geht er drüber hinweg? Lässt er sich auf den Schmerz ein? Wie ist das in seiner Familie? Wie in seinem Freundeskreis? Wenn er mit Beschwerden daherkommt, wird das dort dann heruntergeredet? Wird das dort sehr katastrophisiert oder wie ist das? Wie geht man dann damit um? Wird der Patient dann sozial isoliert oder trotzdem noch mitgenommen? Sagen dann seine Freunde, nee, bleib du zu Hause, du machst ja sowieso nichts mit. Wie ist dann auch die Arbeitszufriedenheit des Patienten? Wir haben viele Probleme, gerade im HWS-Bereich, die durch die Arbeit, durch die Fehlhaltungen am Arbeitsplatz im Prinzip getriggert werden. Ist der Patient auf seiner Arbeit zufrieden? Ist er mit seiner Arbeit zufrieden? Auch das ist wichtig, um ihn dann zu behandeln oder regelrecht zu behandeln. Was hat der Patient für eine Erwartungshaltung an uns?
ist es so, die meisten Patienten kommen ja, indem sie schon eine Odyssee hinter sich haben und bei verschiedenen Therapeuten waren, zum Teil sehr verzweifelt sind, viele Krankenhausaufenthalte hinter sich haben. Hier muss man den Patienten abholen, wo er steht, und auch ehrlich zu ihm sein und zu ihm sagen, ja, was kann ich für dich machen? Was ist realistisch und auch in welcher Zeit? Und vor allen Dingen auch, ich hatte es vorhin schon gesagt, wie kann ich das machen? Ich muss ihm sagen, okay, die Therapie dauert wahrscheinlich so und so lange. Es wird so sein, dass wir dann und dann eventuell eine Verbesserung zu erwarten haben. Was mache ich an therapeutischen Maßnahmen? Und es ist auch wichtig, dass wir unsere Therapeuten-Patienten-Beziehung diesbezüglich auch immer wieder überprüfen. Sind wir noch auf Augenhöhe? Arbeiten wir noch zusammen? Oder hat sich da eine Differenz eingeschlichen? Gibt es vielleicht sogar Co-Abhängigkeiten Therapeut-Patient? Auch das ist für eine Behandlung nicht besonders günstig. Und welche Verantwortung ist der Patient auch bereit, selbst zu tragen, oder gibt er die komplett an den Therapeuten ab, was natürlich auch nicht wünschenswert ist? Ist er in der Lage, in der Compliance mitzuarbeiten und diese ganzen Dinge mitzutragen, die wir mit ihm machen werden und wollen? Hier habe ich nochmal aufgeschrieben, welche Bereiche im Prinzip so ein chronischer Schmerz auch beeinflusst. Und hier ist ganz gut zu erkennen, dass diese Bereiche auch unmittelbar zusammenhängen. Wir haben natürlich die körperliche, die rein körperliche, die motorische Ebene mit Verspannungen und den Schonhaltungen. Wir haben die schon erwähnte neurovegetative Ebene, der Stress, die Schlafstörungen, die Müdigkeit dann, das ständige unter Strom stehen. Das macht natürlich was mit dem Menschen. Das macht was auf der sozialen Ebene. Die rennen von Therapeut zu Therapeut, die wollen Linderung haben in ihrem Leid. Die fixieren sich auf den Schmerz, sie isolieren sich sozial. Ist klar, wenn ich jemanden habe, der nur über seine Schmerzen spricht, und nichts mitmachen kann, der wird dann irgendwann isoliert von der Umwelt. Die Patienten nehmen dann zum Teil unkontrolliert Medikamente ein, was natürlich auch dann oftmals die Aktivitätsmöglichkeiten einschränkt. Irgendwann sind die Patienten komplett frustriert, können mit Stress nicht mehr umgehen und auch mit weiteren Rückschlägen in der Therapie schlecht umgehen. Und dann steht da ganz unten der Kompetenzverlust. Viele Patienten machen dann von sich aus gar nichts mehr. Sie geben diese Kompetenzen komplett ab an den Therapeuten. Und hier, das muss man auch erkennen, hier muss man auch sagen, okay, hier kann ich etwas tun dagegen oder muss auch etwas tun, weil der Patient muss wieder in seine Selbstverantwortung hineinkommen. Das ist eine wichtige Folie für die Therapie. Wir können diese chronischen Schmerzen verschiedentlich einteilen, und nur mit dieser Einteilung, bin ich der Meinung, können wir darüber reden, wie können wir diese Schmerzen ursächlich und am besten behandeln. Wir haben den Schmerz mit einem intakten nozizeptiven System. Das heißt, ich habe eine Störung am Ort des Geschehens, zum Beispiel eine Entzündung in irgendeiner Extremität, und dort passiert der Schmerz, wie ich es vorhin gesagt habe, die Schmerzwahrnehmung, die Weiterleitung und die Verarbeitung im Gehirn. Dann haben wir den chronischen neuropathischen Schmerz. Hier ist nicht nur diese entsprechende lokale Stelle betroffen, sondern ein Teil des schmerzleitenden Systems auch schon. Und dann haben wir das zentrale Schmerzsyndrom. Hier haben wir peripher im Prinzip gar keine Läsionen, sondern wir haben die Störung direkt im Gehirn, direkt in den verarbeitenden Zentren. Das ist oftmals so nach Schlaganfällen, nach Blutungen, bei MS zum Beispiel. Diese drei Gruppen muss man unterschiedlich angehen. Man sieht das manches Mal schon, wenn die Patienten ihre Medikamente, wenn man die sieht. Es gibt ja diese peripher wirksamen Schmerzmittel, die im Prinzip landläufig bekannt sind. Das sind alles Arachidonsäure-Derivate. Wir haben dort eine Hemmung von der Zyklooxygenase und der Peroxidase. Das heißt, wir gehen dort in das Prostaglandinsystem rein. Die wirken alle schmerzlindernd. Die wirken alle fiebersenkend, also antipyretisch. Und die wirken alle auch zum antiinflammatorisch, also antientzündlich, haben auch eine allergene Potenz, das muss man sagen. Je nachdem, welche chemische Zusammensetzung die haben, wirken die
auf diesen drei und auf diesen Gruppen, also antiinflammatorisch, antipyretisch und analgetisch in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir kennen alle zum Beispiel das ASS oder die Abkömmlinge davon, Diclofenac oder Ibuprofen. Wir kennen die COX-2-Hämmer, wir kennen das Paracetamol, das Metimazol, was alles auf diesen Schmerz mit dem intakten nozizeptiven System abzielt. Alle anderen Schmerztypen benötigen oftmals die zweite Gruppe an Schmerzmitteln, nämlich die Opiate. Das sind Abkömmlinge tatsächlich vom Morphin, entweder synthetisch, halbsynthetisch oder aber auch als natürliches Morphin in verschiedenen Applikationsformen. Man kann dann diese Schmerzmittel kombinieren. Man kann das auch nachlesen in der Schmerztherapieskala der WHO. Ab der Gruppe 2 die Kombination eines peripher wirksamen Schmerzmittels mit einem Opiat gehen wir in Richtung chronisch neuropathischer Schmerz, zum Beispiel Postzosterneuralgien. Da werden dann diese peripher wirksamen mit Opiaten, entweder mit leichten Opiaten wie das Tramadol oder dann schon mit richtigen Opiaten, mit stärker wirksamen Opiaten kombiniert. Wenn wir dann noch weitergehen in das zentrale Schmerzsyndrom, macht es oftmals keinen Sinn mehr, die peripher wirksamen Analgetika dazuzugeben. Hier muss man mit Opiaten dann therapieren, gegebenenfalls sogar in Kombination mit trizyklischen Antidepressiva, die dann auf dieses vegetative Nervensystem, auf den Serotoninhaushalt, auf den Noradrenalinhaushalt wirken oder halt sogar mit Neuroleptika, die die Schmerzverarbeitung im Gehirn dann mit beeinflussen. Und diese Zusammenstellung ist auch wichtig, wenn ich jetzt mit Bioresonanz therapieren will. Ich kann mir hier genau überlegen, was liegt für eine Schädigung vor? Wo ist mein Problem? Ist das in der Peripherie oder habe ich so einen chronisch-neuropathischen Schmerz oder ein zentrales Schmerzsyndrom? Und auch danach kann ich dann meine Therapie ausrichten. Muss ich das vegetative Nervensystem in welcher Form mit hineinnehmen? Muss ich einzelne Nerven ansprechen in meiner Bioresonanztherapie oder eventuell Regionen im Gehirn, Opiatrezeptoren oder ähnliches? Das kann ich alles machen. Und da werde ich auch in meiner Bioresonanztherapie, wenn mir dieses Schema klar ist, genauer und kann gezielter dann dort auch arbeiten mit dem Patienten. Was gehört dazu? Die Schmerzanamnese. Da ist nicht damit getan, dass man sagt, ja, wo haben Sie denn Schmerzen und seit wann haben Sie die? Nein, es gehört dazu, dass man sagt, dass man eine ganz genaue jetzige Anamnese erhebt, dass der Patient auch Zeit hat, darüber zu erzählen, was er jetzt im Moment erlebt. Dazu gehört natürlich auch die Eigenanamnese. Was hat er denn bisher gehabt? Hat er Operationen gehabt? Hat er irgendwelche Narben? Hat er irgendwelche Zahnimplantate? Hat er Allergien oder irgendetwas anderes? Das ist wichtig. Ebenso, wie sind seine Ernährungsgewohnheiten? Wie ist das mit den Ausschaltungen? Klappt das alles? Gibt es da Probleme? Hat er irgendwelche Dinge, die er besonders gern mag in seiner Ernährung zum Beispiel? Wie ist seine Trinkmenge? Was ist bisher in seiner Familie vorgefallen? Wie ist die Familienanamnese? Gibt es dort Hinweise auf gegebenenfalls vererbbare Erkrankungen? Und dann ist es wichtig, dass man sagt, okay, wie geht es dir denn im gesellschaftlichen Bereich? Bist du in der Arbeit eingebunden? Bist du da zufrieden? Wie ist deine Arbeit ganz genau? Das kann man sich auch ruhig mal zeigen lassen. Wenn jemand sagt, ich arbeite an einer Maschine, dann kann man sich ruhig mal zeigen lassen, wie sieht denn das aus? Was machst du da für eine Tätigkeit? Welche Bewegungen sind da? Sitzt du? Stehst du? Das ist alles sehr wichtig. Und auch, wie ist es denn in der Familie? Habe ich einen Freundeskreis? Bin ich in der Familie eingebunden? Bin ich dort angesehen? Und dann geht es erst direkt zum Schmerz. Und das ist ganz wichtig, sich das ganz genau aufzuschreiben. Die Lokalisation, strahlt das irgendwohin aus? Gibt es Bereiche auf der Haut, die vielleicht in irgendeiner Form mitreagieren? Vielleicht auch mit einem Ausschlag. Wie ist die Qualität des Schmerzes? Ist der stechend? Ist der brennend? Ist der drückend? Wechselt der die Qualität? Wie ist die Intensität auf der Skala, die ich vorhin schon erwähnt habe, von 1 bis 10?
gibt es irgendwelche periodischen Dinge, jahreszeitliche Beeinflussungen, bei Frauen Beeinflussungen durch die Regelblutung, durch irgendwelche Umstände wie Stress, wie Wochenbeginn, wie Wochenende, Erholungszeiten oder irgendetwas? Und gibt es irgendetwas, was den Schmerz beeinflusst? Wärme, Kälte oder irgendeine Sache, die der Patient tut, wo der Schmerz dann geringer wird? Sich hinlegen, schlafen oder Ablenkung, je nachdem. Und wie ist denn der Verlauf von so einer Schmerzattacke? Gibt es Begleiterscheinungen, zum Beispiel Schwitzen, Müdigkeit, Herzrasen? Auch das ist ganz wichtig für unsere Therapie. Und natürlich auch die Frage, was macht der Schmerz im Leben mit dir? Welche Einschränkungen hast du und was erlebst du dann in der Psyche mit dieser Erkrankung? Natürlich gehört auch dazu, welche Maßnahmen sind mit welchem Erfolg bis jetzt dann durchgeführt worden bei dem Patienten. Jetzt möchte ich gerne noch mal ein paar Worte zu dem HWS-Syndrom verlieren. Das ist ein relativ unspezifischer Sammelbegriff für sehr, sehr viele Symptome im Bereich der Halswirbelsäule und des Nackens in der Schulterarmregion. Es ist ja so, die Halswirbelsäule ist hat eine hohe Belastung auszuhalten. Es ist so, wir haben dort das Zervikalmark drin. Das ist eine Verletzung des Zervikalmarkes, ist oftmals mit dem Leben nicht vereinbar oder hat halt sehr, sehr schlimme Auswirkungen auf die Gesundheit des Patienten. Wir haben hier die zuführenden Gefäße zum Gehirn. Auf der anderen Seite muss der Kopf frei im Raum getragen werden, der muss sich frei bewegen können in verschiedene Richtungen. Das sind so zwei Dinge, die passen nicht so ganz gut zusammen. Es ist so, dass der Kopf natürlich auch einen ungünstigen Schwerpunkt da oben drauf hat und wir durch unsere heutige Lebensweise natürlich oftmals gefährdet sind, dort Läsionen zu erleben. Damals, als es angelegt wurde, als wir sozusagen als Urmenschen durch die Höhlen gelaufen sind, hatten wir diese Belastungen noch nicht, diese Traumakinematik, die wir zum Teil erleben bei Unfällen, die wir zum Teil bei Sport erleben oder auch im alltäglichen Leben, die Belastungen mit Computerarbeit und die Freizeitaktivitäten, die sich bei vielen auch auf Sitzen auf der Couch und Fernsehen sehen, beschränken. Das gab es damals noch nicht und aus diesem Grunde kann man schon mal sehen, dass diese Muskulatur, die relativ gering ausgeprägt ist im Bereich der Halswirbelsäule, die Haltestrukturen, die auf der einen Seite eine hohe Flexibilität ermöglichen sollen, auf der anderen Seite sehr, sehr viel schützen und halten sollen, dass das oftmals auch dann überlastet ist. Ich habe mal aufgeschrieben, die Segmente, die Nervensegmente der Halswirbelsäule C1 bis C7, was da für Versorgungsstränge hinauskommt, für welche anatomischen Strukturen. Wir sehen die Halsmuskulatur, wir sehen das Zwerchfell, Brust- und Armmuskulatur, die Haut dort. Das heißt, es ist ein großer Bereich des Körpers, im Prinzip der obere Bereich des Körpers, der dort Probleme machen kann, die einfach ihre Ursache in der Halswirbelsäule, in Verletzungen der Halswirbelsäule oder in Fehlbelastungen im Bereich der Halswirbelsäule haben. Es wurde verschiedentlich versucht einzuteilen, ein Ort der Beschwerden, also Beschwerden im Arm, Beschwerden in der Brustmuskulatur, zeitlicher Verlauf und auch nach Ursachen. Aber ich denke, am besten trifft es diese Einteilung in spezifisch und unspezifisch. Unspezifisch ja Überspannung der Muskeln und Faszien und Verkürzung derselben. Wir haben viel sitzende Tätigkeit, wir haben PC-Arbeit, Gegenbewegungen fehlen, kaum einer hat Zeit nach der Arbeit dann noch Sport zu machen. Auch da sind oftmals die Möglichkeiten eingeschränkt. Viele gehen ins Fitnesscenter, belasten dann dort auch nochmal ungünstig. Die Schlafpositionen sind zum Teil nicht optimal und natürlich auch unser Stress, den wir haben. Zum Teil viele Patienten leiden unter Angststörungen. Auch da ist es so, Angststörungen bringt uns dazu, den Kopf einzuziehen, die Schultern nach oben zu ziehen. Wir verspannen unsere Scaleni-Muskeln. Die bleiben so, die kann man auch allein schlecht wieder dehnen.
Das heißt, wir haben hier eine Zusammenkauerung der Muskulatur. Hinten muss es gegenziehen, weil wir wollen ja den Kopf möglichst gerade halten. Und aus diesem Grunde hat man da schon mal eine chronische Verspannung sehr, sehr schnell. Viele gucken nach unten aufs Handy. Auch das ist eine zusätzliche Belastung für die Halsmuskulatur, für die Haltemuskulatur. Selbstverständlich gibt es auch spezifische Ursachen, wie dann Arthrose in den kleinen Gelenken der Wirbelsäule, in den kleinen Lagerungsgelenken, Osteochondrose, auch Bandscheibenprobleme, natürlich Entzündungen in diesem Bereich. Das können Entzündungen der Bandscheiben sein, das können Entzündungen aus dem Bereich des rheumatischen Formenkreises sein und natürlich auch die vorhin schon genannten Verletzungen im Bereich des Halses durch einfache Schleudertraumen, die wir im Sport haben, im Verkehr und weiteres. Es ist natürlich so, dass die unspezifischen Ursachen auch in spezifische Ursachen gut münden können. Es ist so, dass wir durch diese Verspannungen auch irgendwann Veränderungen in dem Gelenk- und Knochenbereich haben. Leider sieht man das schon sehr viel bei Jugendlichen. Man muss bedenken, der Kopf an sich wiegt 5 bis 6 Kilogramm. Halte ich den nach unten, indem ich ständig auf mein Handy, mein Tablet gucke, dann ziehen an der Halswirbelsäule bereits 30 Kilogramm. Das ist ungefähr so, als ob ständig ein Kleinkind dranhängt. Das macht natürlich Veränderungen im Knochensystem, im Gelenksystem der kleinen Gelenke der Halswirbelsäule. Und wir sehen auch zunehmend Jugendliche, die es aufgrund schon dieser fixierten knöchernen Veränderung nicht mehr schaffen, sich mit den Fersen und dem Hinterkopf an eine gerade Wand zu stellen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich eine fixierte Fehlstellung der Halswirbelsäule habe, wenn ich dort Gelenkprobleme habe oder auch Traumata erlitten habe, dann reagiert natürlich auch die umliegende Muskulatur mit unspezifischen Veränderungen und Verspannungen. Das heißt, irgendwann kann man bei diesen Dingen gar nicht mehr auseinanderhalten, was ist denn jetzt Huhn und was ist jetzt Ei. Wie gehe ich vor, wenn ich einen Patienten mit einem Halswirbelsäulensyndrom vor mir habe? Ich hatte vorhin diese Anamnese erwähnt, die ist unbedingt notwendig und die kann auch schon mal bei einem chronischen Schmerzpatienten dauern. Es gehört natürlich auch dazu, dass ich dann, nachdem er mir alles erzählt hat, die Befunde sichte, die bisher erhoben worden sind, schaue, sind die denn vollständig, muss ich irgendetwas ergänzen. Und es gehört auf jeden Fall eine körperliche und neurologische Untersuchung des Patienten mit dazu. An diagnostischen Maßnahmen, ja klar, Röntgen, MRT, CT und Labor, das muss ich haben, wenn ich einen chronischen Schmerzpatienten da behandeln möchte. Das ist einfach notwendig, damit ich nichts übersehe. Weil es gibt auch neurologische Erkrankungen, Verletzungen, die übersehen worden sind oder natürlich auch im schlimmsten Fall Tumore, die ich einfach vorher ausschließen muss, bevor ich behandle. Welche Behandlungsmöglichkeiten habe ich nun? Ich hatte vorhin schon die medikamentöse Schmerztherapie erwähnt. Oftmals kommen die Patienten bereits mit Schmerzmitteln. Hier kann ich mal schauen, ist das denn alles passend? Passt das zusammen? Natürlich auch die Physiotherapie mit den vielen schönen Möglichkeiten, die wir haben, mit den Massagen, die wir haben, verschiedenster Art, klassische Massagen, Bindegewebsmassagen, Periostmassagen, allerdings auch ein großer Bereich, die Osteopathie, dann Wärmeanwendungen, Kälteanwendungen, Anwendung von Peloiden oder Ähnlichem oder auch von elektrischen Verfahren wie die TENS oder die Physiokie-Behandlung. Entspannungstherapie haben wir schon gesagt, sehr wichtig. Die Patienten leiden alle unter einem extrem erhöhten Sympathikotonus. Die sind sehr in der Anspannung und auch das hatten wir vorhin schon erwähnt, fördert diesen Kreislauf der Schmerzerhaltung und der Probleme, die auch dann im psychosozialen Bereich entstehen. Auch hier mit der Psychotherapie ist oftmals notwendig oder zumindest ein einfühlsames Gespräch mit dem Patienten, um einfach zu schauen, wie kommen wir weiter, den Patienten auch mitnehmen in der Therapie.
Auch homöopathische Behandlungen sind bei chronischen Schmerzsyndromen sehr, sehr erfolgreich. Wir haben da natürlich die Akuthomöopathie oder dann die Konstitutionsbehandlung, die natürlich auch den psychotherapeutischen Bereich sehr schön mit abdecken kann. Und selbstverständlich dann die Bioresonanz nach Paul Schmidt, die ist zum Beispiel bei uns in der Klinik immer der Hauptbestandteil der Behandlung beziehungsweise eine tragende Säule der Behandlung. Das ist bei jedem Patienten immer mit dabei. Und warum ist das mit dabei? Es ist so, dass die Bioresonanz nach Paul Schmidt im Unterschied zu den ganzen anderen genannten Verfahren einfach alle Bereiche abdecken kann. Wir haben hier einen komplett ganzheitlichen Ansatz. Es ist einmal so, dass der Patient natürlich zu uns in die Praxis kommt, durch uns betreut wird. Das heißt, er hat hier eine soziale Annahme. Er wird herausgebrochen aus der Isolation. Er wird angenommen in seiner Erkrankung, kann auch darüber reden. Das ist ganz wichtig, um einfach seine verschiedenen, also ihn aus dieser Isolation, aus dieser Erkrankung herauszuholen. Wir können die ganzen multifaktoriellen Ursachen, die wir vorhin alle genannt haben, einzeln mit angehen, die verschiedenartigen Auslöser mit angehen. Habe ich denn eine Hautverletzung gehabt? Habe ich Erreger, die Auslöser sind, die ich behandeln muss? Wichtig ist auch das, was da drunter steht, die Behandlung mit der Bioresonanz, die ist nicht invasiv. Der Patient, der kommt in angenehmer Atmosphäre zu uns. Die Bioresonanz ist gut verträglich. Die ist eine angenehme Therapie. Er liegt auf den Behandlungsstühlen oder hat die Heimtherapie zu Hause im Bett oder auf der Couch, was sehr, sehr gut angenommen wird. Und wir haben dort, ich hatte das vorhin schon gesagt, alle Möglichkeiten, diese ganzen Bereiche anzusteuern. Die körperliche Ebene, da können wir gucken, wo ist die Verletzung gewesen, welche Dinge, welche Nerven muss ich damit in die Therapie mit hineinnehmen, welche Regionen des ZNS muss ich mit hineinnehmen. Und ich kann natürlich auch die gesamten Bereiche Neurovegetativum mit ins Boot holen. Ich kann die ganzen Hormone mit behandeln, die Transmitter kann ich mit, so es notwendig ist. Deswegen nochmal Erinnerung an diese Einteilung in die verschiedenen Schmerzformen. Da bitte genau schauen, was kann ich dem Patienten da Gutes tun. Ich kann die Vitalität steigern. Ich kann natürlich auch seine Stressbelastung reduzieren. Ich kann sein Konzentrationserleben verbessern. Hier kann ich ein bisschen mir die Programme ganz, ganz individuell zusammenstellen und sehr, sehr schön schauen, wie kann ich am besten dem Patienten helfen. Das heißt, wir arbeiten hier tatsächlich auf allen Ebenen Schmerzentstehung, der Schmerzbelastung für den Patienten und haben auch dann mit dem Scan auch immer mal wieder die Möglichkeit zu schauen, was hat sich verändert, was ist noch bestehend, was ist jetzt neu in unserem Fokus. Und das ist auch sehr sinnvoll, das mit dem Patienten zu besprechen, sodass ich immer wieder meine Therapie auch anpassen kann und anpassen muss. Hier bin ich am Ende der Ausführungen über den chronischen Schmerz. Ich hoffe, ich konnte Sie mitnehmen auf die Reise in den chronischen Schmerz hinein. Es ist so, man kann noch ganz, ganz viele Dinge dazu sagen. Falls Fragen sind, bitte fragen Sie oder mailen Sie. Wir sind sehr bemüht, die Fragen dann zeitnah zu beantworten. Ich hoffe, Sie haben noch sehr, sehr viel Spaß jetzt bei dem Kongress und können auch die vielen neuen Dinge, die Sie erfahren werden, in das Regal, was ich versucht habe, Ihnen zur Verfügung zu stellen, einordnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Porschel, ganz, ganz herzlichen Dank schon an dieser Stelle von meiner Seite. Und wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, haben wir jetzt nochmal die Möglichkeit, dass wir Fragen stellen. Und ich würde jetzt die Technik bitten, ich hoffe, das klappt, das ist das erste Mal, dass wir jetzt die ersten Fragen einfach einblenden, dass ich die jetzt einfach mal sehen kann. Dann würde ich sie jetzt Ihnen stellen. Und zwar kommt jetzt die erste Frage. Ah, das klappt ja schon mal super. Ich lese Ihnen einfach einmal vor, dann sind wir alle mit dabei und dann schauen wir mal. Also, bezieht sich das mit der Schmerzreduktion durch die Bioresonanz nach Paul Schmidt nur auf chronische Schmerzen im HWS-Bereich?
Nein, natürlich nicht. Ich hatte gesagt, wir können alle Schmerzen damit versuchen zu behandeln, mit anzugehen. Ich hatte ja gesagt, es ist wichtig zu schauen, was habe ich für einen Schmerz? Wo kommt der her? Wo kann ich ihn einordnen in meinem System? Ist es ein Schmerz, der peripher liegt? Es ist ein Schmerz, der peripher ist, aber auch die das Schmerzleitungssystem betroffen hat, oder ein Schmerz, der nur zentral entsteht oder zentral vorliegt aufgrund einer Störung im ZNS-Bereich. Und dort kann ich dann genau meine Therapie anpassen. Im Prinzip lassen sich damit sämtliche Schmerzen behandeln. Perfekt, dann glaube ich, gehen wir gleich mal zur zweiten. Und die zweite Frage wäre dann: Was sind die häufigsten Erkrankungen, bei denen Sie in der Paul-Schmidt-Klinik die Bioresonanz nach Paul Schmidt einsetzen? Also im Prinzip sind wir immer, ich sag's mal scherzhaft, am Ende der Fahnenstange. Das heißt, die Patienten kommen oftmals nach einer sehr, sehr langen Odyssee zu uns mit chronischen Erkrankungen sämtlicher Art. Wir haben Erkrankungen der Haut und Schleimhäute, Leaky Gut-Syndrom, Neurodermitis, Psoriasis. Wir haben Beschwerden des muskuloskeletalen Systems, wie zum Beispiel das HWS-Syndrom, wie LWS-Syndrome, wie Rheuma-Patienten. Wir haben Erkrankungen des neurologischen Systems, MS-Patienten, Parkinson-Patienten. Wir haben auch psychische Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen, Erkrankungen des Neurovegetativums, wie zum Beispiel auch die Sudex'schen Erkrankungen, Fibromyalgien. Also ganz unterschiedliche chronische Dinge, die einfach sich in der Hausarztpraxis eventuell schlecht beeinflussen lassen, weil dort auch natürlich auch ein Zeitfaktor fehlt. Also im Prinzip die häufigsten Erkrankungen, ich kann das ganz kurz sagen, alles das, was chronisch und schlecht zu therapieren ist. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Das ist also wirklich eine breite Palette. So, und gut, kommen wir nochmal zum dritten Fall. Wir haben noch eine dritte Frage, und wie ich sehe, das geht nach Frankreich. Bonjour, ça va? Ich lese mal vor: Wenn ich als Patient aus Frankreich zu Ihnen in die Klinik komme, kann ich dann auch stationär bei Ihnen aufgenommen werden und anschließend mit Heimtherapie weiter behandeln? Und nochmal als Nachsatz: Ist die PSK barrierefrei? Ja, also wir haben ja häufig Patienten auch aus dem Ausland, die natürlich dann in der Klinik stationär behandelt werden müssen. Jetzt in der Corona-Zeit mit Einschränkungen, das ist ganz klar. Da würden wir zunächst versuchen, dass wir im ambulanten Bereich beginnen mit der Behandlung. Wir müssen sehen, wann sich denn diese Zeiten wieder ändern. Aber selbstverständlich ja, alle Patienten, die von weiter weg kommen, sind dann bei uns stationär untergebracht oder in einem nahen Hotel untergebracht, je nachdem, was auch gewünscht wird und wie es dem Patienten geht. Das wird vorher mit dem Patienten besprochen. Und danach geht es immer in die Heimtherapie. Wir begleiten diese Heimtherapie dann auch. Es wird der PS10 genutzt mit Green Cards und der Patient bekommt dann ein genaues Behandlungsschema für zu Hause. Und ja, die PSK ist barrierefrei. Ich bin so froh, dass wir so eine tolle Technik haben, dass wir das nicht auf Französisch haben beantworten müssen. Ja, mein Französisch ist schon sehr lange her. Ja,